So, herzlich willkommen zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Das neue Let's Play von mir. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist so richtig. Also ihr konntet abstimmen und irgendwie hat Pokémon und Harry Potter gewonnen. So ein dichtes Feld. Deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich Let's Play einfach beides. Welches Pokémon weiß ich gar nicht so genau zum jetzigen Zeitpunkt. Also wahrscheinlich, wenn es oben und abgeloadet ist, steht das schon fest. Aber wie dem auch sei, nachdem man Amnesia und Dead Space und was weiß ich für Horror Games zockt, muss natürlich nach einer Abstimmung, ganz klar, Harry Potter und Pokémon kommen. Alles klar, Leute. So, ihr habt wahrscheinlich so eklige Ränder rechts und links. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das muss ja in den uralten, steinalten Grafikoptionen liegen. Ja, genießt es einfach, die Kackbalken rechts und links. Und ich werde jetzt gar nicht so viel... Ah ja, vielleicht noch eins vorweg. Ich habe das... Hier, seht das. 2001, Junge. 2001, Mann, das ist 12, 13 Jahre her. Eher 12. Ja, ich habe das früher gezockt als Bengel. So, keine Ahnung, zwischen 8 und 10 war ich wahrscheinlich auf der PlayStation 1. Deswegen werde ich wahrscheinlich zu 50% in Erinnerung schwelgen und ich hoffe euch mit meinem Enthusiasmus so ein bisschen mitzureißen. Und ja, ich bin aber auch der Meinung, dieses Spiel ist einfach geil und das gehört Let's Play. Und deswegen machen wir das jetzt. Bis gleich. Achso, ja, ich habe schon mies rumprobiert, aber man kann irgendwie nichts löschen oder überschreiben. Also mit Soundoptionen den Kackbalken am Rand. Ja, wir nennen es jetzt einfach mal Kackbalken und wir fangen ein neues Spiel an. Der Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby. Harry Potter, der Junge, der überlebte. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Bei Gringotts, der Zaubererbank, holte Hagrid ein schmutziges Päckchen aus Verlies 713. Hagrid meinte, dass dieses Päckchen, was immer auch drin war, in Hogwarts sicherer sei. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete, und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Dumbledore stand auf. In diesem Schuljahr ist das Betreten des Korridors im dritten Stock allen verboten, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Harry saß da, mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf, und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. So, ja, mit dem Synchronsprecher haben sie einen richtigen Volltreffer gemacht. Der kann ja englische Wörter aussprechen wie ein Gott. Wie mein Vater, Alter, der kommt auch immer rein. Ey, Maximilian, heute läuft wieder Star Wars. Star Wars, Junge, sag doch, Krieg der Sterne, das was schön Kerniges drin. Gute deutsche alte Sprache. Und jetzt geht's direkt weiter, meine Freunde. Schule für Hexerei und Zauberei. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter. In Hogwarts.
Hogwarts gibt es viele Geheimnisse, Harry. Sieh also hinter jeder Tür nach. Du solltest jedoch wissen, dass du dabei nicht nur lohnende Entdeckungen machen wirst. Heute Morgen habe ich mich zum Beispiel vertan und bin an der falschen Stelle abgebogen. Plötzlich landete ich in einem Raum voller Schokofrösche. Als ich jedoch zurückkam, entdeckte ich, dass die Schokofrösche verschwunden waren und dass ich dort stattdessen eine ganze Horde gemeiner Feuerkrabben tummelte. Jetzt machte ich aber schnell auf den Weg nach oben zum Unterricht. Verspäte dich nicht. Zieh du dir erstmal eine Hose an, ey. Vor so einem Typen im Kleid habe ich gar keinen Respekt. Das gehört dir! Du mit deiner Cyberbrille oder was das ist. Habt ihr das gesehen, Alter? Wie ist die Cyberbrille? Ja. Ich bin ganz froh, dass es hier zu Let's Playen. Also ich habe eigentlich auch richtig, richtig Bock. Also wirklich. Ich liebe einfach Harry Potter. Ich bin mit dem Shit aufgewachsen. Und ja. Oh Junge, wie es hier abgeht. Boah, wie er atzt. Richtig Action geladen. Endlich mal kein Horror-Game mehr. Na, Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff. Harry Potter stieg in den Hogwarts-Express. Aber vorher ging er zu Gringotts, um ein bisschen Geld abzuheben. Geil. Hammer. So. Ah ja, Mensch, der Olle. Hey Harry, erinnerst du dich noch an mich? Ron Weasley. Meine Brüder Fred und George wollen dir etwas zeigen. Folgt mir. Alles klar. Ja, ich komm hinterher. Hey Ron, warte. Folgt mir, Harry. Ja. Hallo Harry, wir zeigen dir, wie du dich am besten in Hogwarts zurechtfindest. Als Erstklässler musst du noch eine ganze Menge lernen. Zum Beispiel Avada Kedavra, ne? Wir geben dir heimlich Unterricht. Wir sehen uns später beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Viel Glück, Harry. Allein die Musik, das ist der Hammer, wirklich. Ich finde es einfach nur Harry Potters. Die Geil sagt, wow, wie man klettert. Auf dem Bücherschrank zu. Du kletterst dann automatisch hinauf. Auf dem Bücherschrank befinden sich Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle so viele Bohnen wie möglich ein und komm dann nach nebenan. Alles klar, Jungs. Ey, wenn ich ohne anzuhalten aber auf dem Bücherschrank losrenne, passiert eigentlich immer was anderes. Ich versuch's jetzt. Achtung! Also, jetzt hört mal gut zu. Der Harry möchte uns was sagen. Stöhnt er mir erstmal ein ab, ey? Was ist mit dem Bengel los? Ja, das ist ja krass, ey. Klettern kann er wie so ein... Wie so ein Tier, also den Geräuschen nach zu urteilen. Ja, da haben wir doch schon zwei... Ah, die Bohnen, Mann. Also ich kann mich echt fast gar nicht mehr an dieses Game erinnern. Wie gesagt, als kleiner Bengel habe ich das gespielt. Aber die Bohnen, ey. So einzelne Erinnerungen hat man ja doch noch. So Fetzen, wisst ihr? Ihr kennt das ja bestimmt auch. Lass uns jetzt das Springen üben. Oh, geil. Auf die Kante zu und drücke die Sprungtaste, um hinüberzuspringen. Wenn du runterfällst, kannst du wieder nach oben klettern und es erneut versuchen. Wir treffen uns dann nebenan. Wir nehmen eine Abkürzung und treffen dich dann dort. Ja, seid cool. Ihr seid cool. Abkürzung, ne? Ja. Ich habe in der Option gesehen, es gibt die automatische Sprungtaste. Also wenn man auch an den Rand läuft, dass er dann automatisch springt. Das ist ja für die ganz... Oh! Es ist der verrückte kleine Potter. Es ist Peeves der Poltergeist. Er macht immer nur Ärger. Was, Peeves kann Mann? Erstklässler nicht ausstehen. Nimm dich also besser vor ihm in Acht. Peeves kann Erstklässler nicht ausstehen. Aha. Erstklässler kann Peeves auch nicht ausstehen. Wo ist der olle Mann? Der soll nur kommen, Mann. Ich gib ihm hier. Kann ich eigentlich schon zaubern? Woo! Woo! Wo bist du? Alter Junge. Avada Kedavra! Ne, das kann er ja noch nicht. Habe ich vergessen. Lernen wir ja nachher erst in Verteidigung gegen die dunklen Künste. What the fuck, hau ab, ey. So. Das war ja schwer.
So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. FNG, Junge. In Hogwarts gibt es verschiedene Süßigkeiten. Wenn du eine solche Süßigkeit aufheben möchtest, laufe einfach über sie hinweg. Mit Schokofröschen kannst du deine Energie aufladen. Mit es macht Schokofröschen. Spaß, Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen zu sammeln. Ja, das stimmt. Wir sammeln auch Bohnen. Wir brauchen 25 Bohnen, Harry. Komm zurück, wenn du sie alle gefunden hast. Komm zu uns und wir zeigen dir den Weg zum Unterrichtsraum. Okay, also neue Challenge hier, ne? 25 Bohnen sammeln, krass. Klettern wir erstmal hier hin. Wie war ich hier? 17. Ich glaube, dafür kann man später sich, wenn ich mich recht entsinne, so vor 12 Jahren, kann man da, glaube ich, sogar was für kaufen. Also irgendwie... Ja, ich weiß gar nicht mehr was, aber da gab es auf jeden Fall was. Einen neuen, miesen Zauberstab, Junge. Einen krassen Besen. Da habe ich ja schon 25. Ah, da ist der Tschokofrosch, der mir voll Leben gibt, wenn ich gedamaged bin. Ach ja, ich bin vorhin durch Piefs gesprungen, das hat mir was... Ah! Links oben seht ihr den Blitz, das ist meine Lebensanzeige, das ist ja innovativ. Ich sammle einfach noch ein bisschen mehr als die 25, ne? Bin ja euer richtiger Chabo, Junge. So. Dort entlang und hier stöhnen und nochmal stöhnen. Oh! So, was ist jetzt hier? Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Ja, ich will's gar nicht wissen, Boys. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Ah ja, Mensch. Klettere durch den geheimen Ausgang über den Bücherschrank, um an deiner ersten Zauberstunde teilzunehmen. Viel Glück. Oh, danke, Mann. Ihr seid jetzt voll meine Bros, wa? Der Albus Dumbledore. Oh, mies mit Effekten hier. Woo! Krass. Wo kann ich mir das jetzt... Ja, da, wa? Junge! Richtiges Sammelkartenspiel hier noch, wa? Geheime Bildkarte freischalten. Sammel 24 Bildkarten und 250 Bohnen aller Geschmacksrichtung. Dann besiege den, dessen Name nicht genannt werden darf. Ah, dann kriege ich ja Voldemort oder was. Alter, geht das ab. Dieses Spiel, das ist einfach... Also ich bin mit Harry Potter aufgewachsen, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich habe auch alle Bücher gelesen und auch recht oft. Also wirklich, ich bin eigentlich ein richtiger Harry Potter Geek, um ehrlich zu sein. Und wie jedes Buch, was weiß ich, ich glaube 5-mal und ab dem 5. Band alle 7-mal gelesen. Kein Scheiß, ich mein's ernst, also. Wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Ich bin Draco Malfoy. Und du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Das sind meine Kumpel Crabbe und Goyle. Sie sind auch in Slytherin. Natürlich wird Slytherin den Hauspokal und den Quidditch-Pokal gewinnen. Ja, bist cool. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Kommt, Jungs, wir verschwinden. Es erricht die Muschi. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Kommt, Jungs, wir verschwinden. ist das da? Fitch, der alte Knausel. Potter. Halte dich vor diesem Korridor fern, und wenn du weißt, was gut für dich ist. Boah, der wedelt mit seiner Hand wie Hitler, Alter. Jawohl, und noch ein Gruß am Schluss. Was denn da los? Was denn da los? Kann er das nochmal machen, bitte? Habt ihr das gesehen? Spul zurück. Schön noch den Gruß. Ja. Ach du Scheiße, wer ist das? Nee, Mann, da hatte ich so viele Weiber am Start. Wenn du gegen die dunklen Künste willst, musst du durch diese Tür gehen. Folge mir. Der Harry Potter, der hatte im Zug so viele Dates, da fällt so eine und nicht auf. Vor allem so eine Muggeltuse da doch nicht, ey. Ich bin Professor Quirrell. Heute wollen wir lernen, wie wir uns mit Hilfe des Flippendo-Zaubers gegen schwarze Magie schützen. Huch. Beobachte meinen Zauberstab. Beobachte. Halte dann die Maustaste gedrückt und mach das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Er ist Bauchredner. Huch, ach, es geht auf Zeit, ne? Alles klar, jetzt zeige ich mal, wie ich zaubern kann, ihr Jungs und Mädels. Was ist da los? Das wird 100. 100! Ah, und gib alles. Ah ja, es ist ja
schon mal eine 1, ne? Das ist ja... Gut gemacht, Harry. Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Ah, ja, seht ihr. Versuch es nochmal, Harry. Okay, dann halt nochmal, für alle, die es nicht gesehen haben, wie toll ich schon zaubern kann. Was halte ich mich ja eigentlich mit Flipendo auf, Mann? Ich will Avada Kedavra lernen, Junge. Alter, hohoho. Junge. Eine herausragende Leistung, Harry. Huch. 10 Punkte für Griffin. Ach so. Und nochmal, Harry. Harry. Was du kannst. Was ist denn das für ein Lappen, ey? Von wem lasse ich mich hier denn unterrichten? Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Ich bin der berühmte Harry Potter und lass mich doch nicht von so einem... Oh, das wird nix. Oh, das wird schlecht. Scheiße mit Reis. Kacke. Oh, Mann. Ja, geht doch. Ja. Das Haus, das am Ende des Jahres die meisten... Bauchredner, Jungs. Schaut's euch an. Und Mädels. 15 Punkte für Gryffindor. Alter. Versuch es nochmal. Chill. Okay. Und schau zu, Mann. Das werden jetzt... Wahrscheinlich muss ich jetzt die 90 knacken. Oh, fuck. Oh, dann mal ich... Ah! Oh. Will nochmal nachmalen, geht das? Oh, 95, ne? Nee, Mann. Nee. Aber das Nachmalen hilft ja wirklich, das ist ja lächerlich. Kann man einfach die ganze Zeit. Naja. Nicht schlecht, aber leider nicht ganz richtig. Naja. Alter, aber 3 von 4 hier, ne? Wenn man überlegt, dass das Spiel. Alter. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der Flipendo-Aufgabe beginnen, um den Zauber noch ein wenig zu üben. Folg mir, Potter. Alles klar. Jetzt geht's hier rund, wa? Ein bisschen Praxis üben und so.